Mahlzeit. Mein Schildkröte. Ja, Ditsche. 2-1. 2-1. Ja, 2-1, ach, HSV oder was? Ja, was denn sonst? Meinst du vielleicht hier FC Entenhausen, Pillepelle oder was? Ja, kann ja auch sein, ne? 2-1, aha. Na. Oh. Mein Engo, das perlt jetzt aber wirklich mal wieder richtig. Ich muss sagen, dass ich hatte schon leichte Stecken im Hals, weil das nicht mehr so geperlt hat, ne? Ehrlich? Ja. Ach, guck mal an, ne? Aber es gibt ja auch ein bisschen was zu feiern, ne? Mit einem 2-1, ne? Jetzt sind sie aus der Talsohle raus, das ist ja recht dir. Meinst du? Das wurde ja auch von Schicksal nicht gerecht, dass die dumme Sorgen hier mit 8 Dauerverletzten oder irgendwie über die Rotten kommen müssen, ne? Schicksal ist ja nie gerecht, ne? Wer sagt dir denn das? Was ist das denn für ein Quatsch? Und deswegen heißt das doch Schicksal. Das ist eben Schicksal. Da ist doch das Wort Schick drin, ne? Das bedeutet ja auch, dass da was Gutes mit bei sein kann. Schick. Das hat doch nichts mit Schick zu tun, wenn das Schick, oder modern oder was. Das hat doch nichts mit Schick zu tun. Modern habe ich auch gar nicht gesagt. Aber ist doch sowas ähnliches wie Schick. Modern und Schick ist dasselbe. Was, ich kann doch ein Auto aus den 50er Jahren fahren und das ist schick und das ist überhaupt nicht mehr modern. Wieso? Du denkst, du betrittst auf dünnes Eis, mein Mann. Ne? Dann ist das vielleicht mal wieder modern. Das kann auch so sein. Ne? Auf jeden Fall weißt du was. Weißt du, woran das wahrscheinlich auch mitgelegen hat, ne? In dem Bild am Sonntag, ne? Da stand heute hier, mir sorgen, hier Paul Breitner, ne? Hier Paul Breitner jetzt, ne? Ja, Paul Breitner. Paul Breitner. Du weißt, du bist informiert. Ja, den kennt man ja wohl. Ja. Weißt du, was der gesagt hat? Was er empfohlen hat? Er hat Thomas Doll empfohlen, er soll die Spieler mal ein bisschen erschrecken. Erschrecken? Damit sie irgendwie wahrscheinlich wieder ein bisschen motiviert werden oder irgendwas, ne? Auf, wenn sie spielen oder was auf dem Platz, dass er dann... Er hat gesagt, er soll sie erschrecken. Und deswegen nehme ich mal an, hat er heute vor dem Spiel gesagt, wenn sie heute wieder vergeigen, dann leitet am Montag Paul Breitner das Training. Das ist meine Meinung. Das meinst du, war dann ein Schreck für die oder was? Oder wie? Haben die sich dann schon erschreckt oder was? Kann nur sein. Oh, das perlt, aber das ging so. Aber wirklich runter. Hast du das selber gebraut oder ist da nur Wasser drin? Du willst mich in Sicherheit. Das ist ja weg, das gibt's ja gar nicht, sag mal. Das ist ja abnormal. Ich trinke auch einen kleinen auf Schummi auf. Kann ich wohl mal machen. Ne? Das ist ein Titan. Der ist nun bitte abgetrieben von der Bühne. So, ja, das ist eine ganz magere Veranstaltung jetzt. Was ist eine magere Veranstaltung? Ach, jetzt, wo er weg ist, oder was meinst du, oder wie? Oh, Mama und Bier. So, das ging aber richtig. Das ging richtig schnell, ne? Er ist jetzt weg vom Fenster, ne? Er ist nicht weg vom Fenster, er ist abgetrieben wie ein Champion, das sag ich dir. Ja, gut, aber er ist jetzt auf Rente quasi, ne? Er ist auf Rente, aber er wird ja was Vernünftiges machen. Er war schon noch dran, ne? Dann hatte er einen Reifenplatz, da steigt ja sowieso jeder aus normalerweise. Er fährt noch gemütlich an der Box, Pillepalle, hallo, darf ich mal neuen Pushen haben, hinten links. Dann hat er von 17. Platz aus, ist er noch wieder vorne auf die 4 aufgefahren. Ja. Mach mal ein Bier. Ja. Und ich sag dir, das liegt wahrscheinlich, das ist meine Meinung, meine Schuhe, die werden noch mal richtig berühmt, weil das hat diese Reise, die Schuhe diese da weg. Du nimmst die Schuhe da weg von denen, ich hab dir das schon mal gesagt, du nimmst sie da, du reibst hier nicht deine Schuhe hier rüber, die alte Käse. Es ist ein normaler Abrieb, damit wird ein siebenfacher Weltmeister von 17 auf 4, da kann ich ja wohl mal... Nein, nicht hier drüber, du kannst zu Hause mit deinen Schuhen rumreiben, wie du willst, aber nicht hier über meinen Tresen. Der Schuh, das kann man auch schon... machen mit. Ja, back. Ne? Der ja Schuh doll. Wird berühmt. Jetzt back, ne? Back. Da kannst du back machen. Back, ja, weil das hat Grip. Der Schuh hat Grip. Ne? Jetzt mach mal bitte auf das Bier. Ich bin ein bisschen... Das klingt schon anders. Ne? Ne? Du sagst dann wieder, ich mach mich frech. Ich mach mich gar nicht ja, frech. Ja, allerdings. Ne? Jetzt hier weiß was. Und mit seinen Schuhen wieder. Hier, Schumi jetzt, ne? Mal sorgen, ne? Es stellt sich ja eine entscheidende Frage. Was macht der Mann jetzt nach seinem Formel-1-Ende, ne? Ja, der Langeweile wahrscheinlich, ne? Oder er kann auch immer jetzt seine Kinder kann er mal ein bisschen zur Schule fahren oder so, ne?
Muss er jetzt nicht mehr im Kreis immer. Kann er jetzt auch mal geradeaus fahren, ne? Der fährt doch nicht im Kreis. Wieso bei den Rennen fahren die das doch im Kreis, so mit die Kurven und alles. Das ist doch ein Kreis am Ende. Du hast von gar nichts eine Ahnung. Wieso? Wenn du hier, der fährt hier los. Ja, und dann fährt er so irgendwie. Und dann kommt er da doch wieder an. Und dann fahren die da auf. Aber das ist doch kein Kreis. Ja, wie oft fahren die denn da die Runde? Ja, das ist doch kein... Ja, eine Runde, das wird bezeichnet, aber damit ist doch nicht die Form von einer Strecke gemeint. Das ist, muss sagen, ein Wurli. Ein Wurli. Es ist ein reines Wurli. Sorgen mit verschiedenen Ausbuchtungen und Schwierigkeiten. Ein Wurli, was soll das denn sein? Ja, wie eine Wurli kann man doch kaufen, also Gummi zum Essen. Ein Wurli. Wurli, was ist das Weingummi, denn? Ein Wurli, so eine Schlange. Wenn du die so irgendwo hinlegst, dann sieht die auch so aus, muss sagen, wie Hockenheim oder so. Ja, aber Kreis ist... aber Kreis ist doch, weil das... Weil er... Die kommen doch nirgendwo hin. Wenn, ja, wenn, jetzt wenn du hier, muss sagen, deinen komischen Kartoffelpuffer machst... Da sagst du doch auch nicht, dass das ein kreisrunder Kartoffelpuffer. Der hat doch auch aus Zacken und so weiter. Ja, aber es geht doch nur darum, dass sie nicht von A nach B fahren. Das ist auch nicht wie Paris-Dakar oder sowas, wo die von Paris losfahren. Und kommen dann nach Dakar an. Ja, und da fahren die nämlich eine von Paris Linie. Nach Paris. Sie fahren von Hockenheim an, Hockenheim wieder Hockenheim. Oder Mons, soll man sagen. Ja, oder Spa. Und er, wenn er da Formel 1 ist, ist er immer im Kreis. Ist doch so. Du hörst von gar nichts noch an, aber weißt du, was er jetzt macht? Das habe ich mir überlegt. Als erstes habe ich überlegt, was könnte er machen, ne? Dann habe ich mir gedacht, vielleicht macht er ja jetzt eine Promi-Tankstelle auf. Was macht er? Promi-Tanke? Eine Promi-Tankstelle in der Schweiz. Gute Idee, du. Das ist eine super Idee. Du können doch ein paar Leute, die alle so ein bisschen aussteigermäßig drauf sind, da arbeiten. Und dann kostet das Benzin ein bisschen mehr, aber dafür ist das eben eine Promi-Tankstelle von Schumi. Und er steht da selber und sagt... Er füllt mal ein, aber er sagt dann immer auch nur einfach gute Fahrt und so. Und dann andere Leute sagen jetzt zum Beispiel hier Wolfgang Petri, ne? Der könnte doch da arbeiten. Oder Jan Ulrich, der ist ja auch im Geschäft, der kann ein bisschen Reifen aufpumpen und was so. Was soll denn Wolle Petri da machen? Soll er hier mit seinem Freundschaftsband hier die Scheibe frei rubbeln oder was? Wir fliegen vielleicht abmachen von der Motorhaube. Und Eva Herrmann, die kann Scheiben putzen, das ist doch eine gute Idee. Da kommen doch bestimmt viele Leute. Eva Herrmann, weißt du doch, die Frau ist im Fernsehen. Ja, ich weiß. Wieso? Die hat doch gesagt, diese Frau soll nicht arbeiten. Nee, sie hat gesagt, die Frau soll im Haushalt bleiben. Ja, und dann kann sie doch dort die Scheiben machen und aber so. Aber Tankstelle ist ja wohl nicht Haushalt, ne? Ja, das ist auch ein Haus. Oder meinst du, die stellen noch ein Zelt? Denn Schumi stellt doch kein Zelt. Das ist doch kein Haus. Da fährst du doch mit dem Auto rein. Das ist doch kein Haus. Eine Tankstelle ist doch kein Haus. Es war ja auch nur ein Vorschlag, dann macht das eben Lothar Matthäus. Irgendeiner, der nichts mehr zu tun hat. Eine Promi-Tankstelle. Habe ich erst gedacht, dass das eine gute Idee wäre, mein Ingo. Was lachst du denn schon wieder? Mit Sprit kann man auch sagen, super. Und so nochmal jetzt wegen auch Benzin und so. Super, hier tanken sie super. Da kann man Schumiletten verkaufen. So jetzt mal sagen, Salzstangen kann man ein bisschen umbenennen. Da gibt es eine Menge Sortimentmöglichkeit. Da kannst du vielleicht auch mal was anbieten. Was denn, Rennwurst oder was? Vielleicht Konfettiwurst, habe ich mir mal überlegt. Konfettiwurst? Du kannst doch mit einem Locher, kannst du doch mal so eine Wurst, die so ein bisschen über das Haltbarkeitsdatum rüber ist. Mm. Dann schneidest du doch die Ecken, die ein bisschen grün geworden sind, raus und den Rest kannst du doch mit einem Locher zu Konfetti machen. Dann kann man das doch in der Tüte kaufen. Und wenn da einer ranfährt, um zu tanken, dann kann man das so ein bisschen ausschütten, so als wenn der jetzt gerade gewonnen hat und so. Weißt du? So wie heute bei Schumi auch. Die Wurst, die kann man dann ausschütten. Es war ja nur eine Idee, es ist ja nur ein reines Angebot. Ja. Aber weißt ich du, muss doch mal mit Schumi drüber sprechen, ob er mich da haben will an seiner Promi-Tankstelle. Aber weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Ja, ich habe ein bisschen das nochmal Revue passieren lassen. Ne? Es stand alles schon in der Bild-Zeitung drin, was Schumi als nächstes macht. Es war verschlüsselt, aber wenn man hinzugucken weiß, dann hat man das daraus gewusst. Das, was er jetzt macht, oder wie? Ja. Und was ist das? Da hast du wieder nichts beobachtet, ne? Ja, was soll ich denn da jetzt beobachten? Ich gucke mir doch nie die Zeitung an und dass ich da Beobachtung habe. Hier die NASA, ne? NASA jetzt, Stichwort NASA. NASA, ja, ja. Die NASA. Die NASA. Ja, was ist mit die NASA? Ja, die NASA, was ist das wohl? Ja, ich weiß, was das ist. Es ist eine Weltfirma. Ja, was hat das Schumi mit zu tun? Ach, soll er jetzt auf eine Rakete rauf, oder was?
Fährt er jetzt nach Mars hin oder wie? In der Bildzeitung stand, dass die NASA jetzt ein Seil, ein 35.000 Kilometer langes Seil plant, hoch auf der Raumstation. Ein Seil. Damit sie dort Mensch und Gerät heraufbringen können, ohne die vielen lästigen Raketenstarts. Ach, dass er sich so hochziehen kann. Ein Seil. Moment, bitte. Ist klar. Moment, bitte. Ist klar. Es ist nur erstmal der erste Teil. Nee, ist klar. Und das Seil machen sie dann später auch am Mond fest, ne? Oder? Das stand in der Zeitung, dass sie das planen. Aber in der gleichen Zeitung, hat einer im Internet bei eBay, ne? Hat er was ersteigert. Wo hat er das? Wo war das? Wo war das drin? In der Nähe. Was? In der Nähe drin? Das ist diese Computer da. Du kennst das nicht, ne? In der Nähe, ne? Das ist was im Computer, warst da muss man was eingeben. Warst du das schon mal selber eigentlich? Was in Computer drin? Nein, in, wie heißt das bei dir? In der Nähe? In der Nähe, oder? Warst du da schon mal drin? Selber? Wie drinne? Naja, dass du da hier gesurft bist. Da auf Seiten drauf und so. Hä? Wieso auf was? Ja, Internet. Internetseiten. In der Nähe. Das sind doch nicht nie, sondern net. Das ist mein Computer, da kann man was eingeben und so weiter. Ja, und dann kommst du auf Seiten rauf. Und auf dann Seiten du, jetzt? Ja, auf Seiten. Das sind Seiten halt in Computer drin. Und dann kannst du dir angucken oder Musik hören oder das hier. Kann ich doch auch so. Oder kann ich Radio anmachen. Oder Filme angucken. Kann ich einen Fernseher oder anmachen. Oder Fotos angucken. Kann ich mir mein Fotoalbum rausholen. Oder kannst auch was lesen. Das kann ich sowieso, wenn ich an der Litfaßsäule vorbeigehe. No, das kannst du aber alles auf einmal zusammen im Internet machen, wenn du auf den Seiten bist. Na, du weißt das. Das ist mir doch völlig egal. Ja. Da war auf jeden Fall jemand, der hat in den Internet für 3 Millionen Mark, Euro, am gleichen Tag, wo das drinne stand, hier muss sorgen mit den Seil auf der Mondstation auf ne, hat am gleichen Tag, ne, ein Moller Skycar 400X. Ersteigert. Ach, das habe ich auch gelesen so, hier. Dieses Fliegerauto, ne? Wo kommst du? Dieses Fliegerauto, ne? Moller Skycar, nicht nur 400, 400X. Ja, 400X, ja und? Wieso X? Es ist noch besser als nur 400 wahrscheinlich. Und es war rot. 400X? So, es war rot. Es war rot. Es war rot. Es war ein rotes Flugauto. So. Und dann ein Seil muss sorgen auf der Mondstation. So, bitte, bitte. Und das war, an was für ein Tag war das? Am gleichen Tag. Am gleichen Tag wie was? Wie die andere Meldung. Ach, das Seil mit dem, wo die da bei der Mondstation sind, dass sie das machen wollen, war am selben Tag, wo das Auto gekauft worden ist. Das kann doch kein Zufall sein. Das ist ein rotes Auto von Ferrari. Das sag echt dir ein Fluchauto. Die sind schon viel weiter, als sie sowieso schon mal waren. Weißt du und was? Weißt du was? Dann können die von mir aus, wenn das nach mir geht, ne? Dann können die in Zukunft Formel 1 machen sie mit Fluchauto, dann fliegen sie irgendwo hin. Ja, doch nicht, da ist doch Schumi schon längst über hinaus. Er ist mit der Formel 1 schon durch. Das Wurm am Anfang war auf der Kartbahn von seinem Vater. Dann hat er verschiedene andere Formeltypen gefahren. Er hat das alles hinter sich. Formel 1 braucht er nicht mehr. Er geht jetzt einen Schritt weiter. Ach so, er geht einen Schritt weiter. Er wird mich, das sag ich dir. Ich hab mich gefragt, wie sie das Seil da hochkriegen wollen. Die werden das nämlich mit der Harpune, ne? Mit einer großen Raketenharpune. Werden sie dieses Seil, das ist das erste Mal so ein 35.000 Kilometer Seil, ist auf so eine Rolle drauf. Und dann schießen sie das mal sorgen mit einer großen Harpune, schießen sie das oben auf Station auf. Und weißt du was? Ich habe mir erst überlegt, wie kriegen die das hin, dass sie das überhaupt treffen? Die Station? Die malen eine große Zielscheibe, malen die rauf. Bitte? Nö, ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Und die Mondstation, aus was ist sie? Diese Raumstation? Aus Eisen ist sie. Sie ist aus Eisen. Reines Eisen. Wie Eisen? Ja, eine Raumstation ist aber nicht aus Schuhkarton oder aus Pappe. Oder Plastik oder sowas. Eisen, ne? So, jetzt ist sie aus Eisen. Sie ist natürlich nicht aus Eisen. Und raus her.
Das Alu oder was das auch heißt, das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, das hast du versucht, hast du das zu sagen. Mann, aber weil du Bier, keine Ahnung hast. So, und jetzt schießen sie das hoch und da ist oben ein Magnet drin. Damit baggern sie das erstmal doch fest. Und ja, dann das ist geht das schon mal, das geht schon mal nicht, weil das Alu ist und nicht Eisen. Da ist schon mal der erste. Dann machen sie doch ein bisschen Eisen für hin, damit das fest ist. Das ist ja wohl eine leichte Sache. Da ist dann so ein Astronaut sowieso da oben, der hat doch nichts zu tun. Der kann doch ein bisschen Eisen vorne aufkleben erstmal. Das ist auch egal. So, jetzt pass auf, jetzt, wenn man sich das genau vor dem geistigen Auge Revue passieren lässt, dann wird das alles wahr. Dann sieht man genau, dass es nur so sein kann. Und dann ist das